Gut. Gut. Dann kommen wir hier rüber. Und sind wieder gen Sonnenuntergang. Ganz ruhig und ganz vorsichtig. Einfach alle Scheiben einschlagen. Wird schon passen. Okay, wie könnte die Spin-Kombination sein? Fragt uns nach neuen Kuchendesigns. Nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich bin erstmal froh, wenn ich überhaupt einen Kuchen habe. Ist doch irgendwas über mir. Irgendwas oder irgendjemand. Irgendwas oder irgendjemand. Wir wissen nicht, was hier drin ist. Wissen nicht, was hier drin ist. Es könnte alles auf uns warten. Und wir haben ja gerade schon vielen Knatschen hören. Das heißt, irgendwas ist hier. Da. Verdammter Mist. Rennt mir einfach vom Leib. Nicht noch irgendwie. Das sind aber nur die beiden, ne? Und ein Messer. Und Messer. Sehr gut. Na dann. Zwei weniger. Nur noch Millionen. Das ist ein bisschen sehr. Oder ein bisschen zu wenig optimistisch für meinen Geschmack, aber ja, sie hat recht. Ja, hat sie recht. Noch ein paar Millionen. So, wir wussten natürlich schon, was irgendwie, also dass hier irgendwas drin ist. Aber wir wissen nicht, was hier drüben ist. Notiz. So. Bo, es tut mir leid, dass ich nie, dass ich nicht hier war, als du zurückgekommen bist. Hier muss es aussehen, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Irgendjemand muss der FEDRA einen Tipp über unsere Generation-Operation gegeben haben. Ich wette, es war Jiao, die Ratte. Ich konnte ein bisschen was von unserem Zeug verstecken, aber ich fürchte, unsere Geschäftspartner werden nicht erfreut darüber sein, dass ihre Lieferung weg ist. Ich habe ein paar Vorräte in den Safe gelegt. Die Kombination ist 68, 96, 89. Triff mich an. In unserem anderen Versteck. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns hier rausziehen. Pass auf dich auf, Mai. Gut.
Ich höre da unten schon wieder irgendwas. Aber das war unten und ich weiß nicht, was hier oben ist. Außer vielleicht eine bombastische Aussicht. Ein Schuss für die Pistole, den nehme ich gerne. Ist wohl schon eine Weile her. Und wer bist du? Ist das Bo? Meine Prophetin. Gewähre den Ältesten die Weisheit, die sie suchen, um unseren Sieg gegen die Wolves zu führen. Vergib mir meine Schwäche, aber meine Zeit ist knapp. Ich bete, dass ich es bis zum Märtyrertor schaffe, um dir das zu bringen. Bitte behüte mein Kind, mach ihn glücklich, pass auf ihn auf. Es sind so viele gestorben, seit die Wolves den Waffenstillstand gebrochen haben. Ich bete, dass meine Familie den Lohn unseres Opfers erleben darf. Die Welt ist nicht im Gleichgewicht, doch ich habe meinen Teil getan, um das zu ändern. Du hast mich durch den Sturm geführt, jetzt muss ich ruhen. Möge der Strom ruhig sein. Mögest du mich heimführen. Um die Familie zu schützen, sollte man besser keinem Totenkult beitreten. Da hat sie nicht ganz unrecht. Da hat sie wirklich nicht ganz unrecht. Ich hab's mir schon gedacht. Ich hab's schon gedacht, dass da hinten einer ist. Aber ich hatte kurz Hoffnung, dass ich mich vielleicht schnell genug umdrehen kann. Aber hier ist eine richtig kleine Schatzkammer. Das ist ja eine richtige kleine Schatzkammer hier. Alles kaputt machen. Oh mein Gott, was ist das denn? Sehr schön. Doppelläufige Flinte. Erstmal die hier verprügeln. So, wo war jetzt nochmal der Sch bin, hier das der Tresor. Er war. Also die Kombination war 69, 96. Nein. 68, 96. 68, 96, 89. Ich hab schon wieder vergessen, ne? Ich probiere kurz mein Glück. Ah, oh, ich hatte solche Zahlen. Sechzig, 96. Oh, ich bin ganz schlecht in sowas. Sechsundachtzig? Nee. Ich muss mir den Code noch mal ansehen. Die ersten beiden Zahlen sind richtig. Achtundsechzig, 89. Okay. Sechzig, 96, 96 und nice. Ich will kurz sagen, dass es schon wieder falsch ist, ne? Was denn? Urban Warrior. Stadtkrieger. Nahkampftraining für Zivilisten. Corporal Vance McGrath. Ja, schon. Und jetzt kann ich mich sogar noch im Nahkampf verbessern. Ups.
Okay, dafür bin ich voll, das ist gut. Das kann ich dann alles im Nahkampf verbessern. Impuls. Nachdem du einen Gegner mit einem Schlag getötet hast, ist in einem kurzen Zeitfenster dein nächster Nahkampfangriff ebenfalls ein Schlag. Bessere Medikits. Zielstabilität. Ja, okay. So, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir hier vorne lang müssen. Okay. Märtyrer Tor. Waffenstillstand wurde gebrochen, aber ihr kommt zurück. Und wir den Mist nicht hier weggeräumt. Ich nehme mal kurz ein bisschen hier vorne um. Hier ist noch eine Notiz. Cham. Danke für deine Nachricht. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Ich bewache hier immer noch die Skarp-Prophetin. Ich habe dir das doch noch nicht erzählt. Aber beim letzten Schicht habe ich mit ihr geredet. Ich habe sie gefragt, warum sie das macht. Warum sie ihre Leute nicht einfach sagt, dass sie die Waffen niederlegen sollen. Sie fing dann mit dem üblichen Skarmist an, dass wir zurück zur Natur müssen und dass wir uns zu sehr auf Maschinen verlassen und so weiter. Aber dann hat sie gesagt, dass sie keinen Krieg will, dass der Tag des Ausbruchs ein Weckruf war, aber nicht alle aufgewacht sind oder so ähnlich. Es wurde gerade interessant, als der blöde Louis reinkam und mich angemacht hat, weil ich mit ihr geredet habe. Aber als er sie angeschrien hat, hat sie ihn nur angelächelt. Sogar als man sie in eine andere Zelle gebracht hat und die anderen Wachen sie beschimpft und herumgeschubst haben, hat sie nur ganz ruhig gelächelt. Es war unheimlich. Alle sagen, dass sie verrückt ist. Aber ich sag dir... Aber ich sag dir was. Seit ich mit ihr gesprochen habe, verstehe ich, was sie meint. Verstehe mich nicht falsch. Ich glaube, dass ihre Anhänger total durchgeknallt sind. Aber sie hat etwas an sich, das einpackt. Ich habe gehört, dass man sie jetzt an einem sicheren Ort bringen will. Wir sehen uns zu Hause. Sei vorsichtig, Sally. Isaac. Durch dich wurde eine Verrückte zur Märtyrerin. Ach, ein Halfter. Sehr gut. Also da verstehe ich nicht, warum sie es nicht einfach anzieht. Oder ansetzt, besser gesagt. Ich meine, was willst du daran schon Tolles sehen? Das nehme ich auf jeden Fall mit. Und dann bin ich jetzt wieder hier. Okay. Noch ein paar Ersatzteile. Gut, 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 gut. Huch. Was haben wir hier? Ach, da sind überall Zettel dran anscheinend. Meine Prophetin, ich möchte wieder auf die Jagd gehen. Bitte erfülle meinen Wunsch nach einem neuen Ross. Schnell und stark. Einem neuen Sattel und neuem Zaumzeug. Sie ist keine gute Fee. Meine Prophetin. Ich brauche nicht viel, meine Bedürfnisse sind gering, aber meine Hände sind ungeschickt und ich kann zu unserer Arbeit für das Dorf nichts beitragen. Ich kann nichts reparieren, schmieden oder bauen. Ich bitte dich, mir diese Fähigkeit zu schenken. Damit ich produktiv sein und mir Respekt verdienen kann. Okay, immerhin mal eine praktische Bitte. Prophetin, ich diene dir gut. Ich habe schon zwei Wolves in deinem Namen befreit. Und ich werde dir noch viele weitere schicken. Bitte lass mich lang genug leben, um zu sehen, wie du Erlösung über diesen Land, über dieses Land bringst. Krass.
Das ist schon krass. Wie fanatisch, also sie sind halt wirklich fanatisch. Meine Propheten, schenke deinem Kindern Wohlstand und Kraft, auf dass wir diese Welt von ihrer Krankheit befreien und neu anfangen können. Ganz schön viel verlangt, Kumpel. Meine Propheten, schenke den Ältesten die Weisheit, mich mit Edmund zu verpaaren. Er ist stark und geschickt, zärtlich und freundlich. Ich sehne mich danach, seine Kinder auszutragen. Alles klar. Sex haben. Jetzt hätte ich es nicht ausdrücken können. Das ist ja eine einzige. Was ist das denn alles? Meine Prophetin, bitte gewähre mir. Könntest du. Nee, auch nicht. Vielleicht ist es unmöglich, worum ich bitten möchte. Aber ich muss dich bitten, segne die Wulfs mit deiner Erkenntnis, deiner Weisheit und deiner Liebe, auf dass sie ihren selbstsüchtigen Weg abschwören und ihre Waffen niederlegen. Mögest du Frieden in die Welt bringen. Ihr wollt Frieden? Kein Thema. Bleibt auf eurer Insel. Okay. Und jetzt muss ich jetzt lang? Ich glaube hier lang. Ich glaube hier lang. Also die sind schon wirklich alles, also schon viel, viel fanatischer als die Wolves. Das muss ich ja jetzt wirklich mal so sagen. Ja, die Sonne geht unter und ich weiß. Überhaupt schon irgendwie wirklich näher rangekommen an unser Ziel. Weil irgendwie fühlt es sich nur an, als wenn wir noch nicht so wirklich näher gekommen sind.